So, weil es gerade so spannend ist, geht es weiter. Hier gibt es einen Schwarzmagier. Er wird uns mit dem Feuer helfen, Mampf. Ach ja, wird er das? Das nennt man wohl Arbeitsteilung dann. Okay, okay. So, was muss ich jetzt tun? Muss ich jetzt, wieder zurück, oder? Ich habe keine Ahnung. Reden wir mit irgendjemandem. Wo ist Vivi? Da ist Vivi. Ey, Vivi. Du wirst noch ein wenig nachdenken. Da darf ich... Darf ich da schon rein? Ja. Hey, sieht gut aus. Fisch. Bekommen Sie dann. Keine falsche Bescheidenheit. Du, da hast du aber ordentlich was zusammengekocht. Was heißt... Wie heißt dieser weiße Typ? Quina? Er hat Aiko ein bisschen geholfen. Geholfen? Ich dachte, sein einziges Interesse läge am Essen. Und Vivi hat Aiko auch geholfen. Hehehe. Dann mal ran an den Speck. Wir haben noch gar keinen Speck. Mach mal. Und? Nicht schlechter Eintopf. Der Fisch ist absolut edel. Yay. Sag mal, Aiko, wo sind eigentlich die anderen essbar? Hab bis jetzt noch keinen einzigen getroffen. Sie leben ja wohl nicht unterirdisch, oder? Unterirdisch? Doch. Sie schlafen alle unter der Erde. Was? Aiko ist die einzige noch lebende Esper. Sein Großvater vor einem Jahr gestorben ist, lebt Aiko alleine mit den Mokris zusammen. Ganz alleine? Aber es macht Aiko nichts aus. Aiko ist nicht so einsam. 4 Jahre bevor Aiko auf die Welt kam, also vor ungefähr 10 Jahren, wurde das Dorf von einer Naturkatastrophe heimgesucht und selbst die Überlebenden erlagen bald ihren Wunden. Aiko ist das letzte Kind, das in eine glückliche Familie geboren wurde. Aber ich war noch klein und kann mich nicht mal an ihre Gesichter erinnern. Verstehe. Oh. Findest du nicht, dass das Wort Schönheit nur für Aiko existiert? Hä? Was ist los? Aiko hat das Dorf nicht verlassen, weil sie darauf wartete, dass jemand wie du, sie dann, ein Prinz, sie eines Tages abholt und das Feuer der Leidenschaft in ihr entfacht. Oder was? War das Lachen oder was war das? Was soll das denn jetzt? Wo wir gerade unseren Gefühlen freien Lauf lassen wollten. Diese Juckzirpe hat ja einen Schnurrbart. Genau wie... Juckzirpe? Oh oh. Ach, du meinst die Bergjuckzirpen. Die sind eine Spezialität von Kondeyapata. Kupo? Ich glaube, damit hat sie es erledigt. Egal. Dann lass jucken, die Zirpen. Hau dir lieber den Fisch rein. Der ist bestimmt voll in Ordnung. Nein, er ist mit Juckzirpen gefüllt. Danke, es war ausgezeichnet. Boah, ich bin popsatt. Njam, njam, njam. Oh, ich bin nicht voll gefressen. Und? Dieser köstliche Geschmack macht doch sicherlich süchtig, oder? Ja, wie dem auch sei. Hätten wir noch einige Fragen. Wie dem auch sei? Das ist aber gar nicht nett. Ach, Aiko, sei doch nicht so eingeschnappt. Ich räume jetzt ab. Bring das Geschirr in die Küche, Sidan. Oh nö, ich will nicht abspülen. Beziehungsweise helfen. Das ist nicht mein Gebiet. Jadestein. Oh wow, ein Jadestein. Wow. Was haben wir hier drin? Eine Phoenix Daune. Oh my goodness. Was für ein altes Buch. Nicht mal der Titel ist lesbar. Aber ich glaube, es ist das Werk von Meister Aven. Gebet an die Sterne. Hier hat Aiko also das Zitat her. Ein Prinz, sie eines Tages abholt und blablabla. Und es ist eine Erstauflage. Ich habe in unserer Schlossbibliothek das gleiche Buch gesehen. Wie kommt denn ein Buch, das über 500 Jahre alt ist, hierher? Wie kommt es nur in dein Schloss? Was ist das? Ah, da. Ach, das Geschirr. Okay. Oh, 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 oh. Tsch, tsch, tsch. Warum muss ich eigentlich alles wegräumen? Wieso hilft mir eigentlich keiner? Lille ist wohl nicht die Einzige, die auf dem Schlauch steht. Kein Wunder, dass sich die zwei nicht näher kommen. Was natürlich nur gut für Aiko ist. Ey, guck mal, ja, Geschirr. Habe ich was am Mundwinkel? Habe ich was am Mundwinkel? Ja. Danke, Sidan, stell es einfach dorthin. Okay. Sag mal, Aiko, weißt du etwas über den Baum Lifas? Was ist mit Lifas Baum? Wir wollten eigentlich dorthin. Den Ort hat Aiko versiegelt. Ich glaube nicht, dass ihr dort hinein könnt. Du? Du hast den Ort versiegelt, Aiko? Nein, nicht wirklich. Bei sowas ist er dann immer plötzlich hellwach. Bevor Aiko geboren wurde, wurden bei fehlgeschlagenen Beschwörungen Bestia in Lifas Baum gebannt. Anscheinend war es Brauch, falsch beschworene Bestia dort zu verbannen. Falsch beschworene Bestia? Aber zur Versiegelung benutzen wir natürlich eine andere Bestia. Das zeigt, wie mächtig die dort gebannten Bestia eigentlich sind. Mit einer Bestia? Ja, so viel Bestia in einer Konversation jetzt? Ey, der kleine Mokri angelt. Ach, wie süß.
angeln, immer zu angeln. Ich kann es nicht mehr hören. Der lässt mich nicht gehen, Kubo. Sieh da, eine Riesenentdeckung, Mumpf. Es ist zwar dasselbe gleiche Meer, aber es sind andere Fische als auf dem Kontinent des Nebels, Mumpf. Tja, Quina, das nennt man wohl multikulturell, oder? Wie auch immer. Shibo erhalten. Ey, Kaffee Shibo. Ach genau, den, ja genau, das brauchen wir auch später. Beziehungsweise für eine kleine Sidequest. Eiko, kannst du diese Siegel aufheben? Natürlich nicht. Wir wollten dort ja auch nichts anstellen. Ach was, wird schon irgendwie gehen. Gar nichts wird gehen. Ey, was hast du denn auf einmal? Echt nicht? Echt nicht. Oh, ist die Kleine etwa eingeschnappt? Muss ich mit dir nochmal reden, oder? Literatur zur Beschwörungsmagie scheint es dir nicht zu geben. Oh, musst du dir was anderes suchen. Ey, Kupo. Ja, wir werden eine Pause einlegen, bevor wir mit der Reise fortfahren. Geht es jetzt zum Baum Liefers? Ist nicht bald die zweite CD vorbei? Oh mein Gott. Oder? Ich glaube schon. Naja, noch ein bisschen, auf jeden Fall. Vivi, what the hell are you doing? Alles klar. Eine Zipfelmütze Schlaf würde dir auch mal ganz gut tun. Morgen wird ein langer Tag. Ich versuche es ja. Aber dann schwirren mir irgendwie so viele Gedanken im Kopf rum. Kenn ich. Ich dachte, ich hätte es verstanden, als du meintest, dass zu viel Nachdenken nicht immer gut sei, aber... Ja, das macht man, glaube ich, automatisch. Ja, das stimmt schon. Aber ich bin ich und du bist du, weißt du? Jedem das Seine. Es besteht kein Grund, dich jemandem anzupassen. Ich möchte aber nicht so viel nachdenken. Ich habe das Gefühl, dass ich mich dabei nur im Kreis drehe. Was mache ich nur, wenn das kein Ende nimmt? Das macht mir richtig Angst. Vivi. Aber egal, was wir in der Vergangenheit erlebt haben, egal, was für Sorgen wir haben und egal, was für Hoffnungen wir hegen, es gibt nur zwei Dinge, die wir tun können. Handeln oder nicht handeln. Ja. Das ist eine wohle Wahl. Zu viel Kummer und Sorgen und es gibt nur zwei Antworten. Und trotzdem fällt einem die Entscheidung nicht leicht. Ja, ich kenne das. Das ist so eine Sache. Aber zwischen den zwei Alternativen muss man sich entscheiden. Handeln oder nicht handeln? Sieh dann! Ich versuche einfach nur, all das zu beschützen, was mir wichtig ist. Ob mir das tatsächlich möglich ist, wird sich zeigen. Aber das ist der Schluss, zu dem ich gekommen bin. Was ist heutzutage einem wichtig? Wow! Meine Augen haben sich also nicht getäuscht. Ey, du... Sieh dann, er ist ein richtig Lieber. Wie er schon sagte, handeln oder nicht handeln. Und Eiko will bei Sie dann bleiben. Vivi, soll ich dir mal einen Tipp geben, wie man aus solchen Krisen am besten wieder rauskommt? Ja, unbedingt. Es ist ein Ritual, das schon seit jeher zwischen wahren Männern abgehalten wurde, zum Beweis ihrer Freundschaft. Aha. Komm hier rüber, Vivi. Das ist genau der richtige Ort dafür. Du glaubst nicht, wie erleichternd es ist, das Ritual unter so einem klaren und prächtigen Sternenhimmel abzuhalten. Erstmal eine Runde pissen. Ja. Psst. Oh, das war gut. Sieh dann, ich möchte irgendwann wieder an diesen Ort zurückkehren. Als ich das erste Mal vor den Wandgemälden stand, habe ich mich noch gefürchtet. Aber sobald ich den Ort betrat, fühlte ich plötzlich wieder meine innere Ruhe zurückkehren. Ich möchte sie mir noch genauer anschauen. Klaro. Wenn wir den Baum Liefers untersucht haben, kommen wir wieder her. Versprochen. Danke. Quina scheint ja eh nicht mit dem Angeln aufzuhören, bevor er Leviathan persönlich am Haken hat. Wir müssen ihn später hier abholen. Du denkst auch an Eiko, nicht wahr? Ja, sie tut zwar immer so erwachsen, aber sie ist erst 6 Jahre alt. Ich kann mir vorstellen, wie einsam sie sich fühlt. Aber heute habe ich sie noch nicht gesehen. Da oben! Stimmt, ich auch noch nicht. Seid ihr blind? Kupo, 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 Kupo. Hey, Kupo, Eiko, Kupo, Kupo. Hehehe. Boings. Kommst du mit oder was? Ja, genau. Oh nein. Muss ich mit der Gruppe jetzt gehen? What the fuck? Habt ihr schon vergessen, dass nur Eiko die Vestia herbeirufen kann, um die Versiegelung aufzuheben? Kommst du mit und hilfst uns? Dann möchte ich aber zuerst das magische Zauberwort hören. Ja, ja, schon gut. Würdest du bitte mitkommen und uns mit deinem wertvollen Wissen zur Seite stehen? Das muss Eiko sich nochmal überlegen. Na gut, dann werde ich mich euch für eine Weile anschließen. Vivi, Lilly, ich hoffe, wir kommen miteinander aus. Der Baum Liefers ist hinter dem Kondeyapata Bergweg. Und los geht's! Sag mal, ich habe das Spiel schon lange nicht mehr gespielt. Was ist eigentlich mit Freya los? Wo ist Freya? Ist die weg? Moment. Ach, ist die Lindblum ge... Ach, ich hab keine Ahnung. Sieh dann, du bist wirklich zu jedem lieb, oder? Kann es sein, dass du da was missverstanden hast?
Nein, das ist genau das, was ich an dir so schätze. Wow. Lilly sah ja irgendwie sauer aus. Ach was, da versteht doch einer die Frauen. Ja, die muss man wirklich nicht verstehen. Im Namen aller Mokris bitte ich euch auf Fräulein Alko Acht zu geben, Kupo. Und vergesst nicht, ihr seid hier jederzeit willkommen. Logisch. Lasst euch mal keine grauen Bommel wachsen. Ach ja, Vivi. Hast du eigentlich Antworten auf deine Fragen gefunden? Eigentlich nicht. Aber ich möchte trotzdem mitgehen. Richtig so. Das ist die richtige Einstellung. Kann ich jetzt eigentlich noch die beiden Kisten da hinten holen, die ich vergessen habe? Was heißt vergessen? Wir kamen ja bis jetzt nicht heran. Probieren wir es nochmal aus. Ja, wir werden Madainsari nochmal... Madainsari... Ja, das Dorf der Esper. Bei Final Fantasy VI gab es ja schon das Dorf der Esper. Beziehungsweise wurde es erwähnt. Terra war ja auch eine halbe Esper. Und ihr Vater war Maduin. Könnte das eventuell etwas mit diesem Namen hier zu tun haben? Nee, ich komme an die Kisten immer noch nicht ran. Vielleicht erst später dann. Oder? Oh, hier ist auch nichts. Bahamut. Atmos. Ifrit, Shiva und wie sie nicht alle heißen. Ramu. Leviathan. Und dann gibt es natürlich noch andere. Fenrir hatten wir auch schon. Und dann ja, es gibt noch andere. Aber später dazu mehr. Okay, ich kann wieder überziehen, denn ich denke mal in den letzten Videos, also ist ja nicht sehr viel passiert, außer Gelaber. Und jetzt möchten wir mal ein bisschen mit der Geschichte weiter fortfahren. Allerdings. Ach nein, Quina ist ja nicht in der Gruppe. Na, verdammt. Verdammt! Warum ist Quina jetzt nicht in der Gruppe? Egal. Kopf! Wer nervt mich jetzt hier zu später Stunde? Oh Gott, ein Troll und ein... Wie heißen die Viecher? Einhornkäfer? Einhornkrebse? Ich hab keine Ahnung. Du machst mal Eisra auf den Krebskopf da. Du machst mal... Ja, hier basht mal den Troll zu. Das heilige Magie. Schön, dass sie Vitra kann. Das ist wirklich sehr gut. Oh, du lebst noch. Na gut, dann greif mal. Komm. Speer! Mach ihn fertig. Boing. Ich sollte auch mal bald wieder ein bisschen leveln, habe ich so das Gefühl. Bald. Ich frage mich nur, wann. Eventuell beim Baum liefers. Aber gut, das werde ich ja sehen, wenn ich dann dort bin. Wow, mach nicht so viel Schaden, du Spastiker. Heilung. Oh, ich hasse es, wenn die Leute in den Limit verfallen. Das ist so ätzend und so nervtötend. Ich brauche das in diesen normalen Kämpfen sowieso nicht. Komm. Stimmt. Was habe ich nur verbrochen, dass ich diesen Kampf nicht gewinnen kann? Was habe ich nur verbrochen? Ah, okay, sie lebt noch. Aber sie ist im Glutzustand. Eisra, auf dich, Troll. Stirb endlich, Troll. Gut, ich denke, ich muss nach diesem Kampf auch wieder einen Cut machen. Oh yeah. Ich werde aber den Cordelia Pata Bergweg offscreen durchlatschen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video beim... Ja, vor dem Baum liefers wieder. Oh yeah. So viel zu mir. So, und jetzt stirb endlich, du Bastardkrebs. Der Gegner kam damals schon in die Windblumen. Was will der jetzt eigentlich von mir? Bam, stirb! What the fuck? Heute noch, wenn es geht, bitte. Ach du Scheiße, was ist das für eine scheiß Gruppe? Mit den Leuten komme ich so... Boah, wow, die 54 haben es gerichtet. Yay! Yeah. Bam! Ein Hoch auf Lilly, ein Hoch! Wuhu! Soll ich davor noch ein bisschen leveln? Wäre eigentlich gar keine so schlechte Idee, wenn ich nochmal level. Und wir sehen uns dann das nächste Mal frisch aufgelevelt wieder bei Let's Play Final Fantasy 9. Yeah. Mindestens Level 35. Bis dann.